Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich ein super leckeres Brotrezept für euch. Meine Mutter hatte das jahrelang so gebacken und ich habe das lange nicht mehr gebacken gehabt und wollte euch das Rezept unbedingt zeigen. Das könnt ihr auf die Schnelle zum Frühstück vorbereiten oder zum Grillen oder einfach als Mitbringsel und zeige euch die Zutaten dazu. Für den Teig brauchen wir 200 ml lauwarmes Wasser, 200 ml lauwarme Milch, 3 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 1 Päckchen Trockenhefe und Mehl nach Gefühl. Ich werde so ungefähr 500 Gramm Mehl nehmen, aber ich sage euch im Anschluss, wie viel ich ganz genau genommen habe. Außer Salz und Mehl gebe ich erstmal alle flüssigen Zutaten mit der Hefe in die Rührschüssel hinein und werde die Hefe so ungefähr 10 Minuten gehen lassen. Jetzt gebe ich nach und nach das Mehl hinein und Salz und bereite den Teig vor. Ich habe ganz genau 650 Gramm Mehl genommen. Ich werde den Teig jetzt abdecken und eine Stunde gehen lassen. Ich gebe den Teig jetzt auf ein rundes Blech. Ich decke das jetzt mit Frischhaltefolie ab und lasse es dann an einem warmen Ort weitere 30 Minuten gehen. Ich werde mein Brot jetzt vorsichtig mit Eigelb bestreichen. Jetzt werde ich mit einer Gabel erstmal die Luft rauslassen und ein bisschen andrücken. Dann wird das im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad gebacken. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus, kann ich nur sagen. Euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.